Liebe Zuschauer, herzlich willkommen in der neuen Handelswoche und damit zu einer neuen Ausgabe Thema der Woche. Es gibt Spekulationen auf dem Börsenparkett, dass eine Fusion zwischen Deutsche Bank und Commerzbank näher rückt. Brexit-Abstimmung am Dienstag, zahlreiche Quartalszahlen. Also, in dieser Woche ist einmal mehr viel auf dem Börsenparkett geboten. Kemal Bachi, Derivate-Experte bei der BNP Paribas, ist uns wieder aus Frankfurt zugeschaltet. Nichtsdestotrotz, der Wochenauftakt verläuft noch in ruhigen Bahnen. Aber das könnte sich ja schnell ändern. Ja, guten Tag, Frau Frey. Der DAX zeigt sich heute tatsächlich etwas freundlicher nach der enttäuschenden Woche, nach der enttäuschenden letzten Woche. Das liegt daran, dass wir freundlichere Töne aus dem Handelskonflikt zwischen China und USA bekommen. Am Wochenende äußerte sich nämlich die chinesische Regierung sehr wohlwollend über die Verhandlungen mit den USA. Und aus den USA war sogar zu vernehmen, dass die Regierung möglicherweise mit einem Ende der Handelsgespräche, mit einem Abschluss bereits im April rechnet. Und das wären sehr positive Signale für die Entspannung der geopolitischen Lage. Außerdem scheint im Moment der Brexit oder der Markt zumindest ein wohlwollendes Brexit-Votum zu erwarten, das in dieser Woche ansteht. Und außerdem gibt es ja noch die unternehmensspezifischen Nachrichten und deshalb der DAX ja relativ stabil. Und da hake ich gleich mal nach. Welche Aktien stehen denn konkret im Fokus? Ja, allen voran natürlich die Wirecard, die in den vergangenen Wochen für sehr starke Schwankungen gesorgt hat. Heute um über 7,5% im Plus, nachdem sie am Freitag bereits um über 5% gestiegen ist. Hat damit zu tun, dass es Spekulationen darüber gibt, dass bald ein Zwischenbericht über mögliche kriminelle Machenschaften in Singapur veröffentlicht werden soll, schon vor dem geplanten Termin, und der möglicherweise auch darauf verweist, dass sich der Verdacht nicht erhärten wird, und das führt dazu, dass die Wirecard mit deutlichen Kurssprüngen hier am Markt gehandelt wird. Außerdem gibt es Spekulationen darüber, dass mögliche Fusionsgespräche zwischen der Deutschen Bank und der Commerzbank anstehen. Die Commerzbank scheint im Moment deutlich stärker zu profitieren, im Moment 4% im Plus, aber auch die Deutsche Bank im Plus. Morgen ist es wieder soweit. Das britische Parlament stimmt zum zweiten Mal über den von Theresa May ausgehandelten Brexit-Vertrag ab. Und aktuell sieht es nicht gut aus, oder? Ja, im Moment ist es tatsächlich so, dass dies die spannendste zunächst Brexit-Woche werden dürfte. Denn morgen steht die weitere Abstimmung über den verhandelten Deal mit der EU aus. Obwohl dieser ja schon einmal abgelehnt worden ist, versuchte die Premierministerin jetzt noch mehr Mitglieder des Parlaments auf ihre Seite zu ziehen mit großen Versprechungen über wirtschaftliche Unterstützung, gerade in den Regionen, wo der Brexit am stärksten befürwortet wird. Allerdings, wenn es eben hier zu keiner Zustimmung kommen wird, mit der Markt im Moment rechnet, dann gäbe es noch eine Abstimmung über ein No-Deal. Dann wäre tatsächlich der harte Brexit, würde dann zur Abstimmung stehen. Das scheint aber im Moment niemand zu wollen, auch nicht das britische Parlament. Und deshalb erwartet der Markt, dass es dann am 14. März tatsächlich zu einer Abstimmung über den berühmten Artikel 50 kommt. Der würde dann dafür sorgen, dass die Verhandlungen noch verlängert werden. Und das ist auch das Szenario, das vom Markt jetzt am stärksten eingepreist wird. Auch unsere Analysten rechnen damit, dass dieses Szenario eintreten wird, dass die Regierung auf Artikel 50 plädieren wird und es dann zu einer Verschiebung des Brexit kommen wird, sodass dann wieder mehr Zeit erkauft wird für weitere Verhandlungen. Deshalb aus Sicht unserer Analysten ist die Wahrscheinlichkeit für einen harten Brexit auf 25% gefallen. Es gibt also immer noch eine Wahrscheinlichkeit, dass es am 29. März zu einem harten Brexit kommen würde. Aber das würde vermutlich die Märkte deutlich belasten. Und deshalb ist dessen Wahrscheinlichkeit gesunken. Im Falle, dass der Artikel 50 für den gewotet wird, gehen unsere Analysten davon aus, dass der britische Pfund nochmal eine Aufwertung gegenüber dem Euro erfahren könnte und wir uns dann in Richtung 0,84 bewegen werden. Am Rohstoffmarkt fällt einmal mehr der Blick auf Kupfer. Wie sieht es hier aktuell aus?
Ja, die lang ersehnte Erwartung am Kupfermarkt tritt jetzt ein. In diesem Jahr ist Dr. Kupfer, wie das Konjunkturmetall ja auch am Markt heißt, bereits um fast 10% gestiegen. Obwohl im vergangenen Jahr sich schon abgezeichnet hat, dass die Lagerbestände deutlich rückläufig sind, der Markt in einem starken Defizit notiert, gab es noch sehr viel Sorge um eben den Handelskonflikt, der im vergangenen Jahr noch schärfer war. Deshalb auch die Preise, sind die Preise entgegen der Erwartungen nicht angezogen. In diesem Jahr aber sieht es anders aus. Kupferpreis steigt um fast 10%. Und möglicherweise kann er sogar um noch mehr steigen, denn im Moment wird erwartet, dass das Angebotsdefizit anhält. Wir hatten jetzt jüngst eine Meldung von BHP Billiton, dem großen Rohstoffkonzern, dass zum Beispiel das große Projekt, die Seidenstraße Chinas, die 63 Länder miteinander verbinden und allen voran auch den Handel mit China, zum Handel mit China führen soll, dass allein dieser etwa 7% des Kupfermarktes pro Jahr konsumieren könnte. Und zudem ist Kupfer wahrscheinlich der Profiteur von dem strukturellen Wandel in Sachen E-Mobilität, denn der Kupferverbrauch bei einem Elektroauto zum Beispiel ist fast viermal so hoch wie bei einem PKW mit klassischem Verbrennungsmotor. Auch hier wird es ohne Kupfer nicht gehen. Also die zukünftige Nutzung von Kupfer dürfte sogar noch deutlicher zulegen. Welche Themen ernten bei Ihren Anlegern sonst noch Aufmerksamkeit? Ja, wir sehen im Moment, dass unsere Anleger Gewinne mitnehmen, nachdem der DAX in den vergangenen Wochen wieder stärker war. Wird er im Moment verkauft. Auch bei Wirecard sehen wir Gewinnmitnahmen, auf der anderen Seite aber auch verstärkt Käufe. Und der Euro-Dollar wird rege gehandelt. Kim Abachi, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzungen und viele Grüße nach Frankfurt. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, soweit der Wochenauftakt hier bei Börse Stuttgart TV und wie immer der Blick auf die wichtigsten Themen in dieser Woche, die ja durchaus noch spannend werden könnte. Viele Grüße von uns und hoffentlich bis zur nächsten Woche.